Aber ich hab doch gar nichts angeschlossen. Ist das dein Ernst? Ich muss da jetzt einfach mal spontan ein Video zu machen. Das geht hier schon seit Tagen so. Oh, nee. Heide Witzka. Der meint dauernd, ich würde da irgendwas anstöpseln, obwohl ich hatte schon alles ausgestöpselt und er hat's noch abgespielt. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Deswegen, ich versuche jetzt mal ein BIOS-Update. Man hat mir schon gesagt, das könnte an einem USB-Hub liegen. Aber jetzt habe ich hier den Frontpanel-Hub ja schon abgeschlossen. Aber dahinter wäre nämlich noch ein vierfach USB-3-Hub, der auch diese Anschlüsse hier bedient. Oh, das regt mich jetzt schon ziemlich lange auf hier. Deswegen, also ich lade mir mein BIOS-Update runter für mein ASRock X570 Steel Legend und dann schauen wir nochmal weiter. Ah, oh, geht mir der Rechner gerade echt auf den Sack. So, das ist normalerweise der Sound, wenn man jetzt hier einen USB-Stick einsteckt. Und wenn man den wieder absteckt, ich hoffe, man hat das gehört. Genau, das ist der Ton, wenn man den abschließt. Also irgendwas wird hier, keine Ahnung. Also, oh, da habe ich ja schon BIOS-Dateien drauf. Perfekt. So, ich bin jetzt hier in der UEFI-Oberfläche, aber die ist extrem träge. Also ich drücke jetzt auf eine Taste, um in das andere Menü zu kommen. Und er springt jetzt erst um. Was ist das hier? Willst du mich veräppeln oder was? Alter Schwede. So, erstmal BIOS-Update hier durchführen. Heide Witzka, das kann noch was werden. Wo ist denn jetzt hier die Maus? Verdammt. Hallo. Da unten, da ist sie. Oh nee, da ist ja hier. Nee, ich kenne jetzt hier kein Spiel. Boah, Alter. Dann kann sie noch um Stunden handeln, bis ich mit der Maus auf den Update-Button komme. Oh, ja. Ja, komm schon. Ja. So, nice, Jackpot. Unbelievable. Echt unglaublich. So, jetzt mach die Scheiße hier. Nee. Ja, jetzt mach dein scheiß Update hier. So. Ja. Da reagiert auch hier die Tastatur wieder. Keine Ahnung, was der jetzt hat. Das ist echt eine schwere Geburt gerade. So, ich gönne mir jetzt erstmal eine Mate. Das trinken die echten Nerds unter uns. Liebe Grüße an Ingolstadt an dieser Stelle. Prost. Das BIOS-Update allein war es noch nicht, aber jetzt scheint es endlich vorbei zu sein. Mit diesem nervtötenden Geräusch. Naja, ich hatte nämlich ASRock nochmal angeschrieben, den Support, und die haben mir den Tipp gegeben, dass der RGB-Controller auch per USB angebunden sei und ich dann nochmal die Firmware flashen soll. So, das habe ich gemacht und das scheint jetzt tatsächlich auch das Problem gelöst zu haben. Ja, jetzt gibt es nur eine Sache. Und zwar, ja, hier habe ich noch ein Testsystem für ältere AGP-Karten liegen. Aber jetzt kommt's. Ich habe rot eingestellt. Warum leuchtet er jetzt grün? Das kann doch nicht angehen. Ja. Ich habe in der Polychrom RGB-Software tatsächlich rot eingestellt und er macht aus grün. Ja. Aber das Problem hat Leon, Follower von mir, ebenfalls bei seinem ASRock Taichi Board. Ich glaube, ASRock B450 Taichi, wenn mich nicht alles täuscht.
Und, oder nee, ich glaube X für 70 Taichi war das sogar. Ja, genau das gleiche. Er muss im BIOS dann die Farbe hier der RGB-Beleuchtung konfigurieren. So sieht's dann wohl auch bei mir aus. Geht halt nur noch übers BIOS korrekt. Naja, alles geht gerade nicht, wie ihr vorhin gesehen habt. Ich schneide noch wieder ein Video. Also das ist gerade zur Bearbeitung noch eingereicht. Ist noch nicht ganz fertig. Bis zum nächsten Mal dann.